Wie gestaltet man Tierschutz nachhaltig? Das ist eine Frage, die wir versuchen, von verschiedensten Seiten zu beantworten. In diesem Video geht es um ein Projekt, was unseren Tierärzten besonders ans Herz gewachsen ist. Tierschutzunterricht an Schulen, wie geht das und wie kommt man dahin? Ja, das Schulprojekt Hin zu Java entstand dadurch, dass unser Sozialarbeiter angesprochen wurde, ob da Hilfe möglich wäre, vor allen Dingen in Form von ein wenig Schulbildung, Unterricht im Bereich des Tierschutzes. Dann haben die verschiedene Tierschutzmaßnahmen selbst auf der Agenda gehabt. Also es ist eine ganz tolle Schulleitung, die da ist. Und auch Umweltmaßnahmen. Die wollten zum Beispiel Müllsammelaktionen machen. Da fehlt es aber am Geld. Zum Beispiel hinter den Entsorgungskosten. Das ist ja recht teuer in Rumänien. Und auch Bäume pflanzen. Das heißt, junge Bäume müssen gekauft werden. Und da waren wir natürlich erstmal wirklich gespannt, was das für Leute sind. Und wir haben die besucht. Dabei haben wir dann realisiert, dass die Schulen teilweise sehr, 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 sehr mager ausgestattet. Fehlt es teilweise an ganz einfachen Schulmöbeln, vor allen Dingen auch an Tafeln. Und was auch ganz wichtig ist, heute gerade hier in Nordostrumänien, wo wir sind, das ist ja eine bitterarme Region, dass die so ein bisschen den Umgang mit dem Internet lernen und auch mal lernen, eine E-Mail zu schreiben und zu beantworten, auch per Mail eine ordentliche Bewerbung zu verschicken. Und da war uns bewusst, es ist nicht damit getan, dass wir da ein bisschen Schulunterricht geben oder dieses Tierschutzprogramm aufgreifen, sondern auch, dass wir diese Schulen letztendlich mit modernen Internetsystemen ausstatten müssen und auch Computertechnik da reinbringen. Und so. Letztendlich ist es ja so, das ist ja jedem bewusst, wenn man wirklich was verändern möchte, dann bedarf es der jungen Generation. Da kann man A noch gut einwirken und B ist das die Generation, die auch das Potenzial hat, mal was zu verändern. Daher ist es natürlich für uns besonders wichtig, gerade bei den Kindern anzusetzen. Einen 75-jährigen Mann hier in Rumänien, der irgendwo im Häuschen lebt, den werden wir nicht mehr erreichen oder verändern vom Gedankengut. Da bleibt alles so, wie es ist. Aber bei den Kindern anzusetzen, das ist eine völlig gute Sache. Und der Erfolg gibt uns ja auch recht. Die Kinder sind dem Ganzen ja auch sehr positiv gegenüber angetan. Die kommen auch gerne in unsere Klinik, besuchen die Klinik hier. Es finden Programme statt, dass unsere Tierärzte in die Schulen gehen und unterrichten. Dadurch bekommen wir Kontakt zur Bevölkerung. Dann erzählen die Kinder, wie es bei denen zu Hause aussieht, ob da Bedarf ist. Vielleicht haben die selbst gerade einen Kettenhund. Wir können mit den Eltern sprechen. Der Hund wird von der Kette befreit. Der Hund oder die Hündin wird endlich mal kastriert, bekommt keine Welpen mehr. Das heißt, wir können heute im Grunde genommen das Elend von morgen verhindern durch positive Maßnahmen. Yeah, it was very nice. It was a really, really nice project. Mit den Kindern zu arbeiten macht wirklich Spaß. Besonders, wenn direkt viele erzählen, dass sie nun Tierärzte werden wollen. Wir bereiten uns gerade auf den Besuch morgen vor. Es kommt die erste Klasse der Schule. Wir haben viel mit den Kindern vor. Zuerst zeigen wir die Klinik und erklären, was wir alles machen können. Dann erklären wir, wie unsere Arbeit mit kleinen Tieren aussieht. Danach gehen wir zu den Großtieren, erklären den Umgang und die Verantwortungen gegenüber dem Tier. Am Ende machen wir eine große Fragerunde. They have lots of questions. Was aber ist Tierschutzunterricht? Für uns heißt es Biologie, Philosophie, Ethik und Allgemeinbildung. Es geht darum, den Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen, ihnen den korrekten Umgang mit Tieren beizubringen und über Tierliebe und Nächstenliebe zu sprechen. Wir versuchen, möglichst nah mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Wenn es in den Schulen an Möglichkeiten oder essentiellen Dingen mangelt, helfen wir, die Schulen auszustatten. Die Schule dieser ersten Klasse haben wir mit Computern, Beamern und interaktiven Tafeln ausgestattet. Wir organisieren auch ein Umweltprojekt und helfen der Schule gerade, die uralten sanitären Anlagen zu verbessern. Der Direktor der Schule in Suceava war so nett, sich mit mir zusammenzusetzen für ein kleines Interview. First of all, I would like to say hello to you and welcome to our school. We are glad to have you between us. In total, we have 425 children. But as you can see, the school is very poor in that means in equipment.
So you, today you saw the most of the class. The equipment is complete with interactive board, whiteboard in each room, in each class, video projector, a projector, and a laptop. It was a project when veterinarians come into our school, explain the children how to take care of the puppets, dogs, cats, and other animals that they have on their house. And it was a very, very good project. And as you can saw from the picture, with a great success. Most of the people have no support from their families. I estimate that 60, maybe 70% are from poor families. Most of their parents are no job. They support the children from the agriculture. Yeah, they grow plants and grow animals. Yeah, and sell this and the money are for supporting the family and the children. Yeah, we'd like to say thank you, a big thank you for your support to all your members, because investment like your investment in our school was before. Such a amount of money is unbelievable. When we saw the money in our accounts, we don't believe it, that it's real. But I saw in you that you are a very kind people, and we thank you. The words can't thank you enough for this. Wir werden diese und auch weitere Schulen in Zukunft unterstützen. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns auch in den sozialen Medien. Falls ihr Teil des Projektes werden wollt, schaut doch mal auf www.equivent.org vorbei. Vielen Dank an alle, die helfen.